Ob beim Ankauf der Eurofighter alles mit rechten Dingen zugegangen ist, könnte schon bald durchleuchtet werden. Nachdem sich die Freiheitlichen mit den Grünen vor wenigen Wochen auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses geeinigt hatten, fand heute die Sondersitzung des Nationalrats statt, bei der das entsprechende Verlangen eingebracht wurde. Die FPÖ will den Sachverhalt restlos aufklären. Und natürlich geht es darum, dass wir jetzt eine lückenlose Aufklärung sicherstellen, weil es ja auch eine Vorgeschichte dazu gibt. Der erste Untersuchungsausschuss ist abgedreht worden. Und das sind natürlich, das war skandalös. Es war skandalös, wenn man heute weiß, dass da auch mit Verhandlungen gegenüber IATS, der damalige Verteidigungsminister, wahrscheinlich auch mit einer Vorgabe des damaligen Bundeskanzlers Alfred Gusenbauer, so eine Rolle eingenommen hat. Ich glaube auch, dass hier der ehemalige Verteidigungsminister Darabosch das nicht einfach alleine so gehandhabt hat und nicht die Entscheidung alleine getroffen haben wird, sondern ich glaube, dass da sehr wahrscheinlich im Hintergrund sein damaliger Parteifreund und Bundeskanzler Gusenbauer auch entsprechend ihm schon mitgeteilt haben wird, was er zu tun hat. Im April könnte der U-Ausschuss mit dem Studium der Akten beginnen. Läuft alles nach Fahrplan, könnten im Mai die ersten Zeugen befragt werden. Geladen werden könnten unter anderem der ehemalige Verteidigungsminister Norbert Darabosch und Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel.